Das ist unser Maskenkünstler, der Urs Lindemann. Er ist in den Fasnachtskreisen sehr bekannt als sehr kreativer Maskenkünstler und er zeigt hier ein paar Masken aus seinem Atelier. Sehr schöner Klon. Jeden Stil von Maskenkunst. Das ist der Max Schär. Er zeigt Kulturen, sehr farbenintensiv. Und Bilder in seinem prägnanten Stil, farbenprächtig und intensiv. Leider ist die Schweiz nicht an der Euro, aber wir haben jetzt hier gleich ein Bild, wo die Schweiz dabei ist. Die Lotti Häcklin hat ein Tier, das ist ihr Ross, ihre Katze, ihr Hund. Das leben nicht mehr alle leider, aber sie hat es wunderschön aufs Bild gebracht. Sie hat auch einen anderen Stil noch, naiv und Bauernmalerei. Und die Fasnacht ist auch ihr Hobby im Malen. Das Bubenzögel ist typisch für Luzern. Start. Da ist Edith Müller, unsere Papierschnittmeisterin, sehr figurante Papierschnitt, Scherenschnitt, Kunst, etwas ganz Spezielles. Das ist der Dali vom Stockstall, der Franz Fräschel Häcklin, mit seinem ausgezeichneten Surrealismus-Stil. Ganz hervorragend die Details, die Figuren. Das ist aus dem Bockstall. Ich, Silvio Panizza, habe den 1994 wieder gegründet. Das war eine originelle Gesellschaft aus den 20er und 30er Jahren. Und ich habe einmal die Geschichte gelesen von Medi Renkli und habe gefunden, das ist eine glatte Sache und das neu gegründet. Und wir haben von 1994 bis 2012 haben wir einige Ausstellungen gemacht. Das ist Mia Wey. Sie hat auch ein bisschen Erotik in ihren farbenprächtigen Bildern und hat hier verschiedene Sujets, die sie präsentieren. Darmida
Livoni, sehr poesievoll, zart, die Süße, die Farbe, Frauen, wunderschön und Blumensüße. Der Urs Kreienbühl, bekannt als grossartiger Fasnachtskünstler, kann aber auch noch anders. Bei ihm ist vor allem die Details, die er auf seinen Bildern hat, da kann man immer wieder neue Sachen finden, wenn man es lange anschaut. Simon Kreienbühl, Konferenz der Planeten, hervorragende Keramik, Terrakotta-Figuren, die sie hier ausstellt.